zu unserer Webinarreihe hier mit Marktpötter, Setups rennen mit dem Smart Trend Indikator. Ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung zusammen machen und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor wir uns gemeinsam mit Marc die Märkte anschauen, wie immer der Risikohinweis, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Marc hier mit dem Indikator das ein oder andere Setup uns gleich zeigen wird. Gut, dann gebe ich sehr gern den Bildschirm und wünsche wie immer viel Erfolg, aber selbstverständlich auch viel Spaß. Ja, danke dir, Nelson, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Ich möchte noch ganz kurz vorstellen, ich muss mal eben den Bildschirm übertragen. Kleinen Augenblick, dass wir das haben. So, jetzt sollte man auch zumindest schon mal ein Foto sehen und so ein bisschen einen kleinen Lebenslauf. Also von meiner Seite herzlich willkommen. Ganz kurz für diejenigen, die neu mit dabei sind. Marc Pötter, mein Name, seit 13 Jahren Personal Trader und Investor. Auf der einen Seite habe ich eine eigene Firma, Smart Markets, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, Handelssysteme entwickeln oder auch Indikatoren zum Beispiel, die wir gleich einsetzen. Auf der anderen Seite liegt über 90% meiner Altersvorsorge langfristig in Aktien. Deswegen die beiden Bereiche, die mich so interessieren. Bin Diplomkaufmann und zertifizierter Analyst, sowohl weltweit als auch im europäischen Bereich. Und man kann mich ja auch von der einen oder anderen Veranstaltung erkennen. Ich will nur ganz kurz sagen, dass den Indikator, den wir hier nutzen, ganz wichtig, dass der ist von Smart Markets, der ist nicht von FX Threat. Ja, FX Threat finanziert euch den, wenn ihr den einsetzen möchtet. Ich poste nochmal das ganz einfach, könnt ihr wieder komplett kostenfrei nutzen. Hilft, denke ich, relativ gut weiter, gerade wenn wir im Trendmarkt sind, was wir aktuell natürlich wieder durch die hohe Volatilität deutlich mehr haben. Und dann lass uns mal direkt in den Markt reingehen. Ja, ich bin schon in einem Trade drin, will es im Prinzip kurz erklären. Ja, und zwar, der Indikator hier macht ja Folgendes, dass er Long Trends anzeigt in grün, das sehen wir hier auf der Seite, Short Trends anzeigt in rot. Ja, und da ist er für uns gerade interessant, wenn wir in einem Trend drin sind oder wenn man der Meinung ist, es könnte in einen Trend reingehen, dass wir den dann nutzen wollen. Und da ist ja vor allen Dingen der Farbwechsel für mich interessant. Ja, und wir haben gesehen, dass wir ja hier, wenn wir ein bisschen rauszoomen, ich gehe mal hier auf dem 4-Stunden-Chart. Ja, da haben wir doch einen ziemlich starken Abverkauf gesehen hier. Und das ist jetzt ein bisschen hochgegangen. Das war gestern durch den, nee, hier war es gestern, durch den Zinsentscheid. Ich gehe nochmal besser hier auf die Stunde. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu groß, was ich zeigen wollte. So, hier kann man es sehr schön sehen. Ja, wir haben also letzte Woche einen sehr starken Abverkauf gehabt, waren dann relativ weit unten. Dann ging es gestern durch den Zinsentscheid. Also rapide rauf, um dann gegen Abend nochmal, beziehungsweise gegen kurz vor Closing des Marktes, nochmal richtig stark runterzugehen. Ja, wir sehen auch, dass wir von den gleitenden Durchschnitten her noch im Abwärtstrend drin sind. Das im Prinzip war der Grund, weswegen ich jetzt probiert habe, im kurzfristigen Bereich, also in 5-Minuten-Ebene, dann das Signalwechsel zu nutzen. Also hier waren wir ja im Grün, dann war hier die graue Kerze und mit Öffnen der roten Kerze, ja, die ja schon beim Anstieg anzeigt, bin ich also hier entsprechend Short eingestiegen. Stop-Loss liegt über dem Hoch. Ja, und Take-Profit müssen wir gleich mal gucken. Das wäre jetzt ein Ziel hier von 1 zu 1. Kann ich jetzt noch ein bisschen weiter runterlegen. Und da wäre zum Beispiel hier so ein Gap-Close vielleicht interessant, wenn er so weit runterkommt. So, müssen wir da mal gucken. Das wären dann schon circa 2 eher. Ja, aber deswegen bin ich jetzt schon hier im Markt noch nicht weit vorne. Na, man sieht die drei Kerzen jetzt hier. Die sind noch in der Entstehung. Ist jetzt vor der Markteröffnung 15:30 Uhr. Aber einfach, dass ihr auch nochmal sehen könnt vom Setup her, wie ist das gemeint. Wenn wir hier nochmal ein bisschen reinzoomen, dann kann man es auch ein bisschen besser jetzt nochmal sehen. Ja, also hier kam die graue Kerze und dann mit Öffnung von dieser roten Kerze, da bin ich entsprechend Short eingestiegen. Jetzt haben wir auch, glaube ich, schon ein kleines tiefes Tief, was schon mal ganz gut ist, dass wir eigentlich weiter fallen sollten. Interessant ja, für mich grundsätzlich, wenn ich die Aussicht habe auf ein etwas höheres CRV. Und wichtig natürlich immer, na, der Indikator ist gut, aber was wir uns auch schon in den letzten Wochen angeschaut haben, dass wir den natürlich in so einem Seitwärtsmarkt grundsätzlich nicht nutzen wollen. Na, ihr seht es hier, das ist auch ganz logisch für einen Trendindikator, da wechseln sich die Farben ab. Wir haben keinen richtigen Trend, kann man auch sehr schön sehen, dass hier die beiden gleitenden Durchschnittslinien, dass die relativ nah sind und dass die relativ waagerecht sind. Na, also in dem Moment wollen wir das nicht nutzen.
Ich möchte also schon immer das Gesamtbild des Chartes damit einfließen lassen und möchte ja auch immer eine Indikation haben, wo es halt hingehen soll. Ja, und dann kann man das im Prinzip hier sehr schön sehen, dass ich hier tendenziell, ne, wenn ich Geld verdiene, dass das halt ein Vielfaches ist von dem, was ich halt einsetze an Risiko. Und wenn ich Geld verliere, das ist dann typischerweise das halbe Prozent, was ich bei jedem Trade eingehen möchte. So, jetzt gucken wir gleich, wir haben noch 10 Minuten bis zur Markteröffnung. Ja, letztendlich aus welchem Grund sind die Märkte gestern Abend so stark gefallen? Das ist etwas, was man sich von dem, was vorgetragen wurde vom Notenbankchef in den USA, da hätte man das eigentlich im Prinzip nicht so vermuten können. Gerade halt auch, als es vorher so richtig stark drauf ging. Ich zeige das nochmal im 5-Minuten-Bereich. Ja, das ist mir ganz interessant. Also hier sieht man es, ne, also wirklich eigentlich super schön raufgegangen. Nur um dann quasi kurz vor Schluss wieder komplett abverkauft zu werden. Letzten Endes, glaube ich, ist es halt eher so die grundlegende Skepsis, dass es doch irgendwie zu einer Abkühlung kommen kann in den USA. Wir sehen auch, das sagte Nelson mir eben im Vorfeld vom Webinar, als wir uns eingewählt haben, ne, dass also auch gerade so große Unternehmen wie jetzt McDonald's und dergleichen, dass die halt auch in den Zahlen mitteilen, dass die Konsumenten doch den Dollar mehr rumdrehen, als sie das halt vorher gemacht haben. Ja, weil wir hatten uns momentan, ich hatte gesagt, dass gerade die großen Tech-Firmen, dass die ja super Zahlen rausgebracht haben. Also Meta, ne, die Zahlen, die waren super, obwohl sie dafür abgestraft worden sind. Microsoft waren super Zahlen, Alphabet waren super Zahlen. Also von daher, das passte alles, aber so, dass man beim Konsumenten schon merkt, dass er da sparsamer wird. Was dann natürlich auch irgendwo logisch ist, wenn die Zinsen höher sind. Das heißt also, dass die Hypothekenkosten, die sind höher, die Kreditkartenkosten, die sind höher. Ja. Und wer so die Amerikaner kennt, der weiß, die zahlen doch viel, viel mehr über Kredit, als wir das hier bei uns machen, wo wir halt eher mit einer EC-Karte oder mit einer Debit-Kreditkarte zahlen. Ja, und das im Prinzip merkt man halt schon. Also da ist, glaube ich, von daher grundsätzlich ein bisschen Ängstlichkeit dabei. Und das kommt auch dann nochmal daher, dass auch dass die Notenbank ja auch die Zinsen jetzt nicht so schnell senkt, wie sie das mal vor einem halben Jahr mitgeteilt haben. Ja, und dementsprechend ist da, glaube ich, dann noch eine große Unsicherheit in den Märkten, die wir auch von der höheren Volatilität her merken. Jetzt gucken wir mal, Kurs steigt wieder ein bisschen. Ich stelle nochmal zurück hier auf den Handel, dass wir das sehen können. Wie gesagt, hier, deswegen liegt auch erstmal der Take Profit hier unten, ja, dieses kleine Gap von gestern Abend, gucken wir mal rein, 23:50 und dann ging es um 1 Uhr weiter. Das ist natürlich auch diese kleine Handelspause, die wir auch bei CFD-Anbietern haben. Ansonsten ist ja der große Vorteil, dass wir hier über Nacht Kurse haben und ja auch trotzdem dann noch aus dem Markt rauskommen, wenn es sein muss. So, jetzt warten wir nochmal kurz ab, bis wir gleich halb haben. Dann ist ja die normale Markteröffnung. Da sollte auch die Volatilität entsprechend etwas höher werden. Also Frage kommt, kann man aus dem Anstieg bzw. Abfall der SMAs, also der gleitenden Durchschnitte, einen Indikator entwickeln, der einem sagt, wann man mit dem Smart Indikator folgen soll oder nicht. Also das ist etwas, wo wir dran sind, was wir uns angucken. Das ist aber tatsächlich nicht so einfach, weil das, was wir hier natürlich relativ simpel sehen, zum Beispiel, ja, dass solche Indikatoren ansteigend sind, da müsste man ja dann bei dem anderen, also wenn man dann einen Indikator programmiert, ja dann diese Steigung ausmessen und dann gucken, bei welcher Steigung ist das vernünftig, bei welchem Abstand ist das vernünftig. Also gerade diese Einschätzung, ob wir in einem Trendmarkt sind oder nicht, da sind wir als Trader doch tatsächlich aktuell noch viel, viel besser, als das irgendwelche Handelssysteme können. Und das ist eigentlich so das Allerschwerste, wenn man sowas
programmieren möchte. Und da bin ich eigentlich schon ein großer Freund davon, dass man seine Analyse, wie wir das ja auch sonst als normale Daytrader machen, dass man die halt komplett macht, dass man also auch, ich sag mal, eine Nachrichtenlage, generell auch dann den übergeordneten Trend, also wenn wir jetzt hier entsprechend hochgehen, dass wir sehen jetzt, ne, wir haben jetzt hier einen starken Abverkauf gehabt. Das ist natürlich auch etwas, ne, ich wäre jetzt zum Beispiel noch nicht short eingestiegen, wenn wir jetzt hier nicht so einen starken Abverkauf gehabt hätten. Ja, weil dann sind wir ja eigentlich noch in einem etwas ruhigeren Markt, den ich so noch gar nicht handeln will. Und deswegen halt jetzt der Grund, dass ich das doch im Prinzip probieren möchte, weil ich mir vorstellen könnte, dass wir halt dann, wenn die Märkte aufmachen, dann doch erstmal wieder einen Abverkauf sehen. Ob das dann so ist, das ist ja dann immer die zweite Sache. Deswegen ist bei mir ja auch sehr radikal und rigoros ein Stop-Loss drin, immer halt mit einem halben Prozent, weil natürlich die Annahmen, die ich habe, die können sich auch halt komplett als das Gegenteil entpuppen. Und dann will ich natürlich, wenn ich falsch liege, dann natürlich frühzeitig die Verluste begrenzen. Wenn ich aber richtig liege, dann möchte ich halt natürlich auch die Welle entsprechend etwas länger reiten können. Und deswegen habe ich also immer einen weiteren Take-Profit und halt einen relativ engen Stop-Loss. Ja, aber das ist etwas, wie gesagt, wo wir im Prinzip dran sind. Wenn wir etwas haben, dann würdet ihr das natürlich auch sofort kriegen. Aber das ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das vielleicht so vorstellen kann. Ja, aber die Frage ist natürlich sehr, sehr gut und macht natürlich auch Sinn, ne, weil das ist, wie gesagt, das natürlich, was man oder womit man es dann vielleicht sogar auch komplett automatisieren könnte, wenn man da einen guten Trendfilter drin hat, der dem Smart Trend Indikator dann sagt, jetzt Trend an, also handel, oder aber Trend aus und dann handel nicht. Ich denke, das ist das, was du damit meintest. So, etwas über 2 Minuten haben wir noch, also knapp 3 Minuten. Nochmal parallel in den Dow Jones rein. Mal den Nasdaq hier auf die rechte Seite. Da bin ich schon investiert. Dow Jones hier auf die andere Seite. Dow Jones, können wir auch gleich mal gucken, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Ja, hier zum Beispiel haben wir ja ein ganz anderes Bild. Da war der Abverkauf bei weitem nicht so stark. Da sind wir eigentlich seit gestern in so einem leichten Aufwärtstrend. Das heißt, hier würde ich zum Beispiel tatsächlich probieren, wenn die Kerze grün wird, dass ich halt long reinkomme. Ja, und wir sehen ja auch tatsächlich, dass die Tech-Werte doch so einen Eigenling haben. Also tatsächlich kann man heutzutage durchaus in einem Nasdaq Short sein, in einem Dow Jones Long sein, ohne jetzt, dass man das sagen würde, das beißt sich ja komplett. Ja, früher war es halt so, dass die 1:1 liefen. Mittlerweile halten Tech-Werte haben halt wirklich schon so ein eigenes, das eher, dass ein Dow Jones und ein DAX zum Beispiel da relativ ähnlich laufen. Ja, aber auch hier haben wir natürlich noch kein höheres Hoch zu den Vortagen, aber so, ich sag mal, vom gestern, der Trend sieht natürlich hier ganz anders aus und besser aus. In der Zeit können ja auch Teilnehmer hier reinschreiben, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind und den Indikator noch gar nicht kennen und jetzt zum ersten Mal das sehen. Und vielleicht hast du dann am Ende noch ein bisschen Zeit, den Indikator mal kurz vorzustellen. Genau, gerne. Also guck mal, jetzt kommt jetzt gleich die Markteröffnung. 6 Sekunden noch laut meiner Uhr. Oh, es ist noch grau. Sehen wir auch, dass bis die Volatilität auseinandergeht, was wir relativ häufig haben bei der Markteröffnung.
Mach das hier mal auf der Seite ein bisschen größer, dann könnt ihr das besser sehen. So. So, geht schon mal ein bisschen in die richtige Richtung. Ja, und jetzt ist, kann man hier sehr schön sehen, ne, wie die Tech-Werte, die werden abverkauft. Der Dow Jones geht zumindest in der aktuellen Kerze so ein bisschen nach oben. Also das war etwas früher, was wir an der Uni, da hätten wir sowas niemals glauben können, dass Indizes da, die eigentlich auf dem gleichen Markt halt auch gehen, dass die dann doch so unterschiedlich sein können. So, jetzt bin ich auch knapp ein halbes Jahr vorne. Jetzt ziehe ich meinen Stop-Loss nach, das tief gemacht. Jetzt ist die Entscheidung dann halt, ne, ob jetzt ein tiefes Tief, ob es ein Fehlausbruch war, dann wieder rauf geht oder ob wir dann tatsächlich jetzt weiter abverkauft werden. Also Frage kommt, wie kann ich die 200-Tages-Linie so einstellen, dass sie immer auf einem festen Zeitfenster drauf ist? Also man zum Beispiel die 200-Tages-Linie ist und nicht dann, wenn ich auf Stunde schalte, dann die 200-Stunden-Linie ist. Das ist meines Erachtens im MetaTrader nicht möglich. Ja, ich gucke jetzt gleich nochmal rein. Zum Beispiel, zumindest nicht mit den Standardindikatoren. Es gibt auf der MQL5-Seite in der Datenbank dort mit Indikatoren gibt es solche Versionen, die tatsächlich sich dann auf eine Zeiteinheit, eine feste Zeiteinheit sich beziehen, aber nicht die normalen Indikatoren, die mit vorinstalliert werden. Ja, genau, perfekt. Na, wenn wir hier gucken, da können wir die Periode angeben, da können wir aber nicht sagen, jetzt das soll Zeitrahmen X oder Y sein. Das Einzige, was du natürlich machen kannst, was jetzt mir so einfällt, was wir auch so ab und zu machen, dass wenn du jetzt sagst, du willst zum Beispiel im Stundenchart, möchtest du grundsätzlich die 200-Tageslinie sehen, dann könntest du dann natürlich die 200 mal die 24 Stunden nehmen und das und diese Periode eintragen, dann hättest du also quasi im Stundenchart fest die 200-Tageslinie drin. Also das wäre zum Beispiel möglich. Ja, aber wenn man jetzt wechseln würde von Stunde auf 4 Stunden, mal auf 5 Minuten, dann müsste man tatsächlich einen anderen Indikator nehmen. Jetzt fällt er doch. Würde ich noch mal reingehen wollen. Die Karte ist rot.
Ich meine, letztendlich macht ja auch jetzt hier in Deutsch Tiefus tief. So, ich habe mein halbes Prozent Risiko, das passt. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass wir mal hier unter dieses Tief gehen. Ja, das wäre also auch jetzt für mich wieder, wo ich den Stop-Loss nachziehen würde. Ja, weil wenn wir hier drunter gehen, dann hat man jetzt halt damit die Entscheidung, ob er entsprechend dann wieder rauf geht oder weiter runter gehen sollte. Die 403 ist das. So haben wir erreicht. Das jetzt nach. Ja, zumindest so von meinem Bauchgefühl her haben wir jetzt schon einen gewissen Druck nach unten. Ne? Das ist halt immer die Frage, ob das dann so weitergeht. Aber ich glaube, das ist etwas, weswegen es auch gut ist, dass man halt beim Traden tatsächlich viel übt. Ne? Weil man, klar, man hat immer viele Sachen, die man irgendwo duplizieren kann, wo man nach dem Regelwerk vorgehen kann, wie bei so einem Indikator zum Beispiel, das einem hilft. Ja, aber letzten Endes, ob ich halt einen Trade, ne, ob ich halt tendenziell auch wirklich Short rein will, Long rein will, das sind dann ja doch Sachen, die man besser einschätzen kann, umso mehr man halt auch entsprechend Trading-Erfahrung hat. Ne? Und deswegen ist das etwas, wo ich nur sagen kann, wenn man sowas nutzt, dass man halt auch damit viel, viel übt und auch immer mit dem gleichen Bild übt und nicht mal den Indikator drin hat oder mal einen anderen Indikator drin hat. Jetzt sind wir leider schon raus, schade. Aber das hatten wir zum Beispiel auch vorgestern so im Nasdaq, da war 15:30 doch dann, also bis dann erstmal so der Ausbruch kam, dauerte lange, ich glaube bis 17:30 oder sowas. Also von daher, das kann man nie so 100% sagen, leider. Ja, die großen Nvidia, Apple, Microsoft sind alle positiv in den Tag gestartet. Google, Nvidia zum Beispiel aktuell plus 3%. Das freut mich langfristig von meinen Aktien her sehr, sehr schön. Ja. Das ist perfekt. Wir gucken jetzt gleich mal, wie es hier weitergeht. Ja, aber das ist sowas, das oder ich meine, das macht es dann auch noch so schwierig, sowas halt im Prinzip fest zu programmieren. Nochmal die Frage von meinem Teilnehmer, der eben kam, kann man sowas fest programmieren? Weil tatsächlich diese Muster, die ändern sich immer wieder. Ja, wir haben das immer früher vielfach so gehabt. Es ist halt gerade 15:30, dass dann die Märkte in einen Trend übergingen. Also man hat quasi vorher gewartet, weil es da seitwärts ging und dann war typischerweise so 15:30, 16 Uhr, dass es dann in eine Richtung geht. Ja, mittlerweile ist das dann teilweise ein bisschen verschoben, dass es erst um 17 Uhr ist. Also das sind so Sachen, wo sich die Märkte immer wieder ändern und wo wir uns auch dann immer wieder als Trader dann ein bisschen drauf einstellen müssen. Ja, und ich glaube, das kann man, oder das ist halt aktuell noch schwierig, dass man das so hardcoden kann sozusagen. Ne, und deswegen muss man da mal so ein bisschen drauf achten und halt schauen, was man da machen kann.
frage um noch, welchen Erwartungswert hat der Indikator? Das kann man so im Prinzip nicht schlecht sagen, weil der Indikator, ich sage mal, das ist natürlich kein komplett automatisches Handelssystem. Das heißt, wir können den natürlich in dem Sinne nicht so einfach backtesten. Ne? Wenn wir das könnten, würden wir euch hier keinen Indikator geben, sondern einen Handelsroboter. Ja, da bin ich mal der Meinung, wenn wir irgendwas automatisieren können, dann sollten wir das tun. Da sollten wir nicht irgendwie sagen, ach, das macht irgendwie Spaß, sowas halt händisch zu handeln. Da bin ich einfach zu sehr produktiv eingestellt, dass alles, was ich automatisieren kann, das möchte ich automatisieren. Deswegen kann man das nicht sagen. Ich muss sagen, dass ich mit dem Indikator sehr, sehr gut klarkomme. Ne? Selbstverständlich ist es so, an der Börse schenkt uns keiner was. Das heißt also, das Training mit dem Indikator ist exorbitant wichtig. Aber du kannst dir von uns auch nochmal für ein Demokonto freischalten lassen, wenn du damit üben willst oder so. Ne? Gerne im Prinzip einfach halt FSZ kontaktieren. Also die Voraussetzung ist immer, dass man ein Echtgeldkonto hat. Wir wollen den jetzt, das heißt, der, wie gesagt, der Indikator ist sehr gut, wir wollen jetzt nicht für hunderte von Demokonten rausgeben. Aber wenn du sagst, du meinst es ernst, du hast ein Live-Konto, dann kannst du dir das Ganze zuschüssen lassen, dann kannst du den auch gerne für einige Wochen oder auch was länger dann auf einem Demokonto testen. Ne? Also das herzlich gerne, dass du sehen kannst, ob du halt damit klarkommst oder nicht. Frage kommt noch, in welchen Timefields handelst du? Nur M5 und eventuell oder auch M1? Ich gucke seit mehr als 12 Jahren eigentlich fast ausschließlich auf das M5-Chart. Also von da ist eigentlich auch das, was ich am liebsten handle. Ich weiß von Kunden, die ihn einsetzen, dass sie ihn auch im M1-Chart handeln oder auch einige sogar im M3-Chart. Also das kann ich auch nochmal quasi mitgeben, dass man sich das mal anschauen kann. Ja, und das Schöne ist ja, du kannst ja den Indikator auch historisch durchgehen und kannst ja dann noch gucken, ne? Wann hat es funktioniert, wie sahen die gleichen Durchschnitte dabei aus, wie sah vielleicht auch ein ADX oder ein MACD oder was auch sonst du halt nutzt. Also da ist tatsächlich so mein Tipp, nutzt den in deinem Setup, was du jetzt halt auch hast, wenn du sagst, du willst Trendeinstiege finden. Na, also ich würde jetzt nicht die Indikatoren, die du sonst nutzt, halt irgendwie rausschmeißen und nur den Indikator nutzen, sondern wie gesagt, die Indikatoren, die wir haben, die müssen sich ja immer in das Gesamtbild irgendwo einpassen. Ne? Also dass man einfach sagt, ich habe jetzt nur einen Indikator, mit dem man handelt, das wird halt meistens nicht funktionieren, es sei denn, man hat seine Handelsstrategie tatsächlich genau darauf halt ausgelegt. Na, gibt ja auch sehr gute Händler, die handeln komplett ohne Indikatoren, das geht auch. Ne, weil letzten Endes die meisten Indikatoren, die gehen ja auf den Preis. Das heißt, die zeigen uns ja auch nur den Preis in einer etwas anderen Form. Ich erinnere mich, dass wir in einem früheren Webinar ganz am Anfang das Thema Zeiteinheiten auch mal hatten und du dir auch M3 mal nochmal genauer anschauen wolltest. Aber offensichtlich war das Ergebnis, dass du bei M5 bleibst. Ja, ich sag mal jetzt für mich ja, aber wie gesagt, das ist halt einfach etwas, da wir Menschen, wir neigen ja auch dazu, das zu tun, was wir halt immer so getan haben. Und wenn man mal 12 Jahre, 13 Jahre auf dem M5-Chart guckt, dann ist das doch irgendwas, wo ich mich auch im Prinzip subjektiv wohler fühle, wo ich jetzt gar nicht sagen könnte, tatsächlich jetzt so von der Auswertung her ist das jetzt besser als ein M3. Das kommt zum Beispiel auch daher, weil wir halt die meiste Zeit auch mit dem MetaTrader 4 gehandelt haben. Ja, bis eigentlich erst so der MT5, sagen wir mal, bei den meisten Anbietern drin war. Und im MetaTrader 4 zum Beispiel gibt es gar keinen M3-Chart. Ja, also von daher, das sind auch dann so Kleinigkeiten, die einen da einschränken, einfach halt dann von der Handelsplattform oder so. Zumindest nicht ohne Umwege, ja, hast recht. Ja, aber von daher, ich sag mal, Traden ist halt schon etwas, da muss man das nehmen, was für einen selbst funktioniert. Also da tut man eigentlich im Prinzip gut dran, dass man auch einfach selber, und da kann ich immer wieder sagen, Traden ist wirklich Fleiß, Fleiß, Fleiß. Ja? Also das ist halt etwas, da gibt es keine Strategie, die man meines Erachtens an einem Wochenende lernen kann, sondern man braucht, natürlich braucht man nicht eine Strategie. Das sind alles meines Erachtens Grundvoraussetzungen. Aber den Blick auf die Märkte und dass man einfach auch viel drauf schaut, auch viel auf den Indikator schaut, weil dann ist das Schöne an unserem Gehirn,
dass selbst wenn man einfach nur drauf schaut, automatisch werden halt ganz gewisse Muster abgespeichert, die wir unterbewusst abrufen können. Und auch dadurch wird man halt immer besser. Ja, ich meine, nicht umsonst ist es so, dass halt ein Händler, der halt mehr Erfahrung hat, tendenziell besser ist als halt jemand, der vielleicht gerade ein halbes Jahr in einer Ausbildung bei einer Bank ist und da im Eigenhandel sitzt. Der wird tendenziell nicht so gut handeln wie der Händler, der das schon seit 10 Jahren macht. Ja, und das ist ja, ne, und das, obwohl natürlich die Strategien auch gerade bei Banken sehr, sehr stark mit Regeln untermauert sind, weil man ja gerade nicht will, dass der eine Händler, wenn er weggeht zu einer anderen Bank, dass man da nicht mehr handeln kann. Ja, also von daher ist das natürlich logisch, dass man im professionellen Bereich sehr, sehr stark mit Regeln handeln möchte. Ne, aber trotzdem kann das der Erfahrene typischerweise besser als jemand, der erst den fünften Tag auf dem Chart schaut, auch wenn er die gleichen Regeln jetzt hat zum Beispiel. Ja, weil auch das ist ja mal so, man bräuchte keinen Händler mehr, wenn man das zu 100% definiert hätte, weil dann würde man es ja im Prinzip programmieren können. Ja, also von daher, immer wenn ein Händler vor irgendwas sitzt, weiß man, dass ein bisschen Subjektivität logischerweise oder zwangsweise dabei sein muss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt doch wieder so in den Korridor reinlaufen hier, also in unsere kleine Seitwärtsphase hier, oder ob er doch jetzt wieder ein bisschen mehr abverkauft wird. Aber hier, das sind halt natürlich die Punkte, die es natürlich schwierig macht, oder was heißt schwierig, aber nicht so einfach, wie wir das halt so in der üblichen Zeit haben, ne? Dass wir halt so drei Kerzen haben, die dann hier ganz genau die Niveaus wieder abtasten. Ja, weil es ist natürlich schon so, dass in den meisten Strategien wenn man einmal einsteigt, dann ab einem gewissen Punkt den Stop-Loss nachzieht auf Entry. Ja, und das sind natürlich die Punkte, wo man dann auch dann auch wieder irgendwo rausgeworfen wird. Ne? Oder auch hier zum Beispiel, wenn ich hier einen Short handle, da und der geht so weit hier runter und kommt dann mit der Kerze nochmal hoch und stoppt einen hier aus, das ist ärgerlich. Aber das ist halt etwas, wo ich zum Beispiel weiß, ja, das sind einfach Sachen, die ich halt hinnehmen muss. Da bringt es nichts, sich darüber aufzuregen. Es gibt Phasen, wo das halt mehr ist, wo es auch dann in dem Sinne jetzt auch für meine Handelsstrategie schwieriger ist. Und dann gibt es halt Phasen, wo es halt eindeutiger ist, wo die Märkte deutlich schneller in einen Trend reinlaufen. Und dann ist das natürlich deutlich angenehmer. Aber von daher, das wechselt sich immer so ein bisschen ab, in Anführungszeichen, mit einfachen Zeiten oder mit Zeiten, die dann da ein bisschen schwieriger sind. Ja, aber tatsächlich hier bei solchen Sachen, da weiß ich für mich, dass es klar kann es sein, dass der jetzt hier unten durchbricht, aber da gibt es auch Marktphasen, wo man dann denkt, boah, jetzt kommt der Ausbruch und dann geht der Kurs wieder hoch und geht hier in den Bereich und dann kommt er wieder runter, denkt man, jetzt bricht er aus, dann kommt er wieder hoch. Also mal diese Unentschlossenheit, die kann tatsächlich sehr, sehr lange dauern. Ja, und dann weiß ich halt, okay, jetzt halt erstmal die Füße still. Ja, ich war jetzt im Prinzip zweimal drin. Und wenn er halt dann jetzt nicht durchbricht oder wenn er halt ohne mich durchbricht, dann ist das halt so. Und das ist natürlich das Schöne im Daytrading. Es kommen ja immer wieder neue Handelssignale. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen muss, nur heute kann ich traden und in den nächsten 2 Wochen könnte ich nicht mehr traden oder so. Ja, aber das sind halt immer Sachen, die sind herausfordernd und die sind natürlich auch logischerweise ärgerlich, wenn man dann sieht, dass der Markt vielleicht doch im Prinzip durchgebrochen ist. Können wir hier ein bisschen rauszoomen, ja, wo so die nächsten Unterstützungen sind, jetzt hier so einfach vom gestrigen Kursverlauf. Sind wir irgendwo hier, ja, wo die ein bisschen nächste Unterstützung kommt und dann eigentlich schon so Richtung Tief. So, dass ich das mal drin habe, dass wir das ein bisschen gucken können.
So im Prinzip will man es gerne haben, dass die Kerze so schon runtergeht. Aber wie gesagt, das ist etwas, das weiß ich, ne? Wenn die Kerzen so schon runtergehen und dann die dritte Kerze kommt nochmal hoch, das ist dann auch bei mir ganz typisch, dass ich dann in dem Moment rausfliege. Ja, da kann ich nichts gegen machen. Aber wieder, das ist also auch so mit Absicht, weil natürlich in dem Moment, wenn Kurs schon sehr, sehr weit vorne ist und man dann nicht nachzieht, man hat es ja auch dann häufig, dass es eine Trendwende sein kann und dass man dann, obwohl man weit vorne war mit einem Trade, dass man dann wieder mit Verlust rausfliegt, das ist dann auch unschön. Also von da muss man so ein bisschen überlegen, was möchte man haben. Ja, will man lieber, ich mal häufiger mal reingehen können und dafür eher nicht so häufig dann ja, mit dem Verlust ausgestoppt werden. Oder aber will ich tatsächlich, wenn der Move kommt, jede starke Bewegung mitnehmen können und ziehe aber dafür meinen Stopp nicht nach, lass ihn eigentlich da liegen, wo er ist, ja, und werde aber dafür dann halt in einem ruhigeren Markt dann halt öfter mal ausgestoppt. Also so ein bisschen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was einem dann da lieber ist. Mal gucken, wahrscheinlich waren wir jetzt gerade am Tagestief dran. Ja, hier, also an diesem Tagestief. Da werden auch sicherlich auch Marktteilnehmer dabei sein, die auf die Zahlen morgen warten. Ja, morgen sind ja um 14:30 Uhr die monatlichen Arbeitsmarktdaten. Und da bin ich auch schon im Prinzip sehr gespannt drauf, weil bisher, ich glaube, die letzten 3 oder sogar mehr, die letzten 5 Monate, da war es halt so, dass die Zahlen einfach immer viel, viel besser waren, als man dachte, auch teilweise, als die Notenbank wollte. Ja, weil gute Arbeitsmarktdaten heißt noch immer, dass bei der Inflation die Lohnspirale eher ansteigt, also dass da der Druck auf den Löhnen drauf ist, in dem Sinne, dass die steigen und dass deswegen die Preise steigen. Ja, also eine starke Lohnsteigerung ist zwar so für die Arbeitnehmer gut, ist aber nicht unbedingt gewollt von einer Notenbank, wenn sie gerade gegen die Inflation kämpft. Ja, und da bin ich mal morgen sehr gespannt, ob die das wieder toppen können oder ob wir da zum ersten Mal so in den Erwartungen liegen oder vielleicht sogar einen Dämpfer haben. Wobei ja gestern tatsächlich das erste Mal, dass ich das so aktiv mitbekommen habe, dass die gar nicht mehr jetzt aktuell auf die Lohninflation schauen, sondern tatsächlich auf die Inflation und deren bevorzugte PCI schauen. Und natürlich auf die Arbeitslosenquote. Die haben ja selber da die Grenze auf 4,0 gesetzt. Wenn da drüber irgendwann wir diese Schwelle erreichen oder überschreiten, dann glaube ich, ist der Weg frei für Zinssenkungen. Ja, aber hast du gerade die aktuelle Arbeitslosenquote im Kopf? Ich meine, die ist doch Er ist etwas über 3%, eigentlich ne? noch weit weg, Ja, 3,8 ja. aktuell. Also da muss nur noch einiges passieren, dass wir da auf 4,1 oder 4,2 kommen. Ja. Die meisten Experten sagen so, dass bei 4,2 oder spätestens bei 4,2 die Fed dann auch aktiv wird. Man hat ja gestern das Gefühl, dass die Fed die letzten Wirtschaftsdaten halt so hingenommen haben und akzeptiert haben, sehen, dass natürlich kein Fortschritt da ist und so ein bisschen ja auf der Lauer sind, um endlich dann auch tatsächlich aktiv zu werden. Zinserhöhungen, was ja durch die letzten Zahlen ja auch irgendwie mal wieder ins Gespräch gebracht worden, hat er ja gestern auch so gut wie ausgeschlossen. Er hat es nicht komplett ausgeschlossen, er hat ja gesagt, sehr unwahrscheinlich. Und er hat ja tatsächlich auch betont, dass die Inflation an sich, wenn sie zumindest nicht höher wird, aber der Arbeitsmarkt sich abkühlt, dann schon fast schon für die Fed ausreichend ist, hier entsprechend die erste Zinssenkung vorzunehmen. Ja.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich was man als allererstes lernt, wenn man in der Notenbank anfängt, dass man niemals nie sagen sollte, also sich nie irgendwie zu 100% festlegen darf, sondern dass man dann, wie du so schön sagst, dann sagst, das ist unwahrscheinlich und davon gehen wir erstmal nicht aus, dass man halt dann, wenn irgendwas passiert, dann doch eine Kehrtwende machen kann. Was ich ganz interessant fand, von dem, was du jetzt angesprochen hast, dass sie eher nicht mehr so auf die Löhne gucken, ist, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen mal um 14:30 Uhr, da kam mal so ein, ich sag mal, für einen 5-Minuten-Bereich ein sehr starker Marktrutsch. Und dann habe ich noch reingeschaut, woher der kommen könnte. Und dann habe ich nichts gefunden, bis ich dann erstmal im Wirtschaftskalender gesagt habe, nicht nur die wichtigen Daten, sondern auch die weniger wichtigen Daten. Und da kam ein Arbeitskostenindex raus. Tatsächlich Korrekt. war das halt punktgenau der Arbeitskostenindex, auf den ich sonst eigentlich nie schaue, einfach weil er nicht als wichtig eingestuft ist. Aber tatsächlich waren da die Arbeitskosten etwas höher oder etwas höher, als man dachte. Und schon haben die Märkte darauf reagiert, was ja eigentlich auch jetzt von deiner Aussage her untypisch ist, wenn die Notenbanker sagen, wir gucken gar nicht mehr so auf die Arbeitskosten, sondern auf die Löhne. Ja, tatsächlich. Muss man das dann auch, ich sag mal, in der Zeitreihe ein bisschen richtig einordnen. Das war ja natürlich, bevor gestern die Fed kam und da, wie du richtigerweise sagst, da kam die Zahl ja wesentlich besser, war stärker als erwartet, kam die rein, was natürlich das ganze Inflationsdiskussion, ja, weiter erhöht hat und darauf angesprochen wurde ja Jerome Powell ja gestern auch in der Pressekonferenz und er da entsprechend dann ja, für mich zumindest als Laie so ein bisschen unerwartet dann darauf reagiert hat und geantwortet hat, dass er die das natürlich vernommen haben und eine höhere Lohninflation gesehen haben, aber in der Gesamtbetrachtung oder in deren Gesamtbild das weniger eine Rolle spielt. Nicht, dass das unwichtig ist, aber für die Entscheidungsfindung eine geringere Rolle spielt und die wohl eher auch die Inflationszahlen insgesamt, wobei die da auch natürlich auf einzelnen Sektoren schauen werden, hat er auch gestern auch genannt. Eines davon war ja Housing, also alles, was ja auch mit Miete, Mietpreise und so weiter zu tun hat. Schauen und ja, aber die Daten, die für ein paar Tage vorher, wie du gesagt hast, noch für Volatilität gesorgt hat, gestern von der Fed so ein bisschen, ja, ich sag's jetzt mal salopp, ein bisschen runtergemacht wurde. Ich meine, das ist ja eigentlich auch richtig so, weil deswegen waren die Daten ja auch als mittelwichtig und nicht als wichtig eingetragen. Also von daher hat der Wirtschaftskalender das in weiser Voraussicht richtig einsortiert, fundamental. Ja, das definitiv. Das hat halt in dem Moment gut in Bild gepasst, dass grundsätzlich die letzten Inflationsdaten ja halt sehr stark reingekommen sind, ne? Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, dass Goldman Sachs, so meine ich, Ende letzten Jahres angekündigt, dass die davon ausgehen, dass die Fed irgendwie fünfmal die Zinsen oder dass die Fed fünf Zinsschritte in 2024 machen würde. Und davon ist man ja, ich habe jetzt schon wieder Deutsch ab. Also da sieht man mal, wie so Ja. Kleinigkeiten dann so ein Gesamtbild auf einmal drastisch ändern kann, ne? Definitiv. Also ich erinnere mich da wirklich ganz genau. Im letzten Jahr gab es teilweise Gerüchte und Expertenmeinungen, die sogar bis zu 9, ich weiß noch, das war, glaube ich, Bank of America, die da mit 9 da schon fast um die Ecke kamen. Und dann offiziell aber die Fed Fund Futures noch im letzten Jahr 6 Zinsschritte eingepreist hatten und dann wurde es 3, dann wurde es ja von der Fed auch dann in den Dotplots und in ihren Zahlen ja dann auch noch bestätigt, dass sie auch 3 sehen und so wurde es immer weniger und weniger und weniger. Dann plötzlich auch in den letzten Wochen sogar man wieder von Zinserhöhungen gesprochen hat auf einmal. Also ja, sehr, auch da sehr volatil, das Ganze. Will jetzt doch nochmal in den Short rein. Also, ich bin jetzt hier auf der 1 Minute, da haben wir jetzt sogar so einen Farbwechsel gehabt. Jetzt kurz, dass er noch so ein bisschen hochkommt. Wir dann probieren tatsächlich sehr aggressiv
hier drüber short reinzukommen. Oh, jetzt fällt er nicht direkt so stark. So, ich gehe rein. Ja, irgendwie denke ich, wir haben den Druck nach unten. Also irgendwie bin ich der Meinung, wir müssten da short rein. Das kann, also solche Sachen, die können auch immer nach hinten losgehen, aber das sind, glaube ich, gut so die Sachen, wo man auch so ein bisschen merkt, so die Kerze zieht nach unten, ne? Und deswegen, was ich halt immer mache, ich gehe dann nie ein höheres Risiko ein, ne? Ich gehe immer das halbe Prozent ein, dass wenn ich falsch liege, dass das dann nicht mehr weh tut als sonst. Aber ne, wenn man so sieht, so dass also so die Ticks so stark mit so kleinen Sprüngen nach unten sind, ja, irgendwie habe ich schon den Eindruck, dass wir hier nochmal das tiefere Tief zu gestern sehen werden. Und natürlich Vorteil halt immer, ne, wenn man mal so einen, in Anführungszeichen, so einen kurzen riskiert, dass wenn er läuft, ihr seht es jetzt sind wir ja fast schon ein R vorne. Ja, auch Nvidia hat wesentlich wieder eingebüßt, jetzt nur noch 0,6% vorne. SPY ist jetzt auch plus minus null fast, Tesla ist im Minus, also man sieht auch bei den Großen, dass das langsam dreht. Ja, das ist, glaube ich, ich habe heute noch gelesen, dass die Marktkapitalisierung in den USA ist bei 28 Billionen Dollar. Und davon alleine machen ja dann die Großen dann wahrscheinlich irgendwie 10, 15 oder sowas aus. Das heißt, in dem Moment, wenn die sich bewegen, dann merkt man das natürlich auch hier gerade in so einem Nasdaq dann. So, ich will jetzt hier den Stop-Loss auch nochmal nachziehen. Aber zumindest, was mich erfreut, wir haben einen aktiven Handelstag, wir sind schon zum dritten Mal drin. Also so macht das doch Spaß. Das ist doch viel angenehmer, als wenn wir, wie wir schon mal hatten, dann, dass man dann Ewigkeiten warten muss, bis der Kurs ein bisschen was macht. So, wo ich mich jetzt mal drauf festlegen möchte, hier öffentlich sozusagen, ich will den Trade nicht vorher rausnehmen, bevor der nicht hier das tiefere Tief macht. Na, ich gehe jetzt fest davon aus, dass er es tun wird. Und auch das, ne, das weiß ich natürlich nicht, aber das sind immer so, wo ich der Meinung bin, dass man gewisse Annahmen haben sollte, wenn man in einen Trade einsteigt. Na, ob die dann halt dann hinterher so rauskommen oder nicht. Das ist die zweite Sache, aber ich möchte halt immer irgendeinen Plan haben, wenn ich in einen Trade einsteige. Ja, ich möchte zum Beispiel sowas wissen, also jetzt von meiner Seite der Überzeugung sein, dass der Kurs halt auch bis hier unten laufen sollte, weil sonst würde es sich ja gar nicht lohnen, dass ich jetzt hier mit einem relativ engen Stopp so in Anführungszeichen ein höheres Risiko eingehe. Ne, also wenn ich halt nur ein kurzes Ziel habe, dafür muss ich nicht so ein Risiko eingehen, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem sehr engen Stopp, dass ich ausgestoppt werde, da natürlich höher ist, als wenn ich einen weiteren Stopp habe. Ne, sondern es muss sich dann natürlich, wenn ich so ein Risiko eingehe, sich auszahlen können. Und das kann es, ne, wenn wir unten hingehen. Also hier zum Beispiel, das wäre dann schon 600 Euro. Also das wird sich schon richtig lohnen bei 250 Euro Risiko. Ja, aber deswegen ziehe ich auch hier den Take Profit weg, weil das haben wir auch häufig mal, wenn so ein Tief gebrochen wird, war, entweder geht er kurz runter, geht wieder rauf, dann würde ich ihn auch tatsächlich rausnehmen wollen. Aber wenn ich Glück habe, also erstmal Glück haben, dass er überhaupt bis hier unten hinkommt und er wird dann durchfallen, dann kann es halt auch sein, dass blitzschnell mal 20, 30, 40 Punkte, dass er weiterrutscht. Ne, und das ist natürlich dann, wenn man die extra mitnehmen kann, dann wäre das dann ja schon eine angenehme Sache. Und hier finde ich jetzt auch,
der Einstieg, der war jetzt so für mich auch schön. Einfach weil, ne, was wir natürlich schon häufig haben, dass er runtergeht und kommt nochmal hoch, geht dann an so ein altes Tief dran. Das heißt, wenn man da liegt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgestoppt wird. Hier bin ich ja fast schon, dass quasi diese Kerze komplett wieder korrigiert wird. Sollte eigentlich in so einem stärkeren Abwärtstrend, wie wir es jetzt haben, eigentlich gar nicht sein. Also ähnlich wie wir es hier hatten. Und die Kerze geht runter, das war die etwas stärkere Kerze, man kommt zurück, aber die kommt dann nicht mehr bis hier oben hin. Ja, und so hoffe ich natürlich, dass wir das jetzt auch haben. Also einfach so von der Statistik her, ist das jetzt für mich eigentlich ein schöner Einstieg gewesen. Das kriegt man auch nicht immer so hin. Aber das ist das, was mir jetzt erstmal gut gefällt. Und jetzt mal sehen, ne, ob wir auch dann den weiteren Abverkauf kriegen und ob der auch dann entsprechend jetzt kommt, oder nicht. Bisschen größer, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Frag mal, welche zwei kleinen Durchschnitte angezeigt. Das ist einmal hier der 55er und das ist der 21er. Heute auch sehr schwach unterwegs. Interessant, das ist ja eigentlich eher untypisch, ne? Das eigentlich, wenn man sagt, dass die Zinsen doch ein bisschen, obwohl, nee, das ist aber auch logisch, ne? Wenn man sagt, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen früher fallen, und damit dann, dass das Gold sich mehr lohnt, als wenn die Zinsen höher sind, ja, also das passt zumindest so zu dem Klassischen, ne? Dass wenn man sagt, dass die Zinsen eher gleich bleiben oder halt eher weiter steigen, dass dann Gold fällt. Aber wer weiß. So, ich hoffe jetzt erstmal, dass wir jetzt hier entsprechend weiterfallen. Wir können das auch nochmal eben was größer machen, auch ins Stundenchart nochmal gehen. Haben wir hier so die nächste relevante Unterstützung. Vom 25.04. Also hier ist Gold. Ja. So, gehen wir mal wieder zurück. So, jetzt sind wir auf der nächsten Unterstützung, aber so sieht das doch schön aus. Jetzt wird es gleich interessant. Ich gehe fest davon aus, dass wir das tiefere Tief sehen werden, weil das einfach im Abwärtstrend typisch ist. So, jetzt macht das tiefere Tief. Jetzt möchte ich darauf achten. Jetzt haben wir schon deutlich mehr als 2R. Jetzt machen wir auch gleich die nächste 5-Minuten-Kerze. Das wird interessant. Soll ich jetzt kommen? Ja.
So, wenn müsste da eigentlich jetzt nochmal fallen, sonst nehme ich den Gewinn gleich mit. Ist es halt so. Ja, nehme ich mit. Passt aber. Hat eigentlich im Prinzip schön das gemacht, was ich wollte. Wunderbar. Waren jetzt 455. Ja, also sagen wir knapp 2R. Das passte soweit. Ja, das ist halt immer das, was man nie so weiß. Also jetzt ist es typisch im Abwärtstrend, dass wir das tiefere Tief sehen. Also von daher, das hat im Prinzip nichts damit zu tun, dass man irgendwelche Trader rausschmeißen will oder so. Das ist im Prinzip meines Erachtens eh Quatsch, weil man ja mathematisch nachweisen kann, dass die Großen gegen die Großen handeln und nicht, dass ein Groß, also ne, ein Großen interessiert nicht, was ein Kleiner macht, logischerweise, weil er beim Kleinen ja gar nicht die Menge unterbekommt. Aber deswegen, das ist ganz, ganz, auch ganz, ganz klassische Dow-Theorie, die es schon seit 100 Jahren gibt, ja, dass im Abwärtstrend gibt es ein tieferes Tief. Und das ist exakt das tiefe Tief, was wir haben. Ja, das passt also wunderbar rein. Deswegen muss man hier aufpassen. Der Abwärtstrend ist halt jetzt intakt, aber das heißt noch lange nicht, dass der Kurs durchgeht, sondern das ist immer, wenn man Glück hat, dann geht er direkt durch, also wenn man Short drin ist. Ja, aber sonst halt auch sowas ist mal auch interessant, wenn ich irgendwie long reinkommen will, ist es zum Beispiel in einem Abwärtstrend nicht so interessant, kurz vor dem Tief einzusteigen, ne? Sondern dann tatsächlich könnte man halt hier sagen, ne, ich will sogar probieren, mit dem Fehlausbruch long reinzugehen. Das sind halt auch dann Setups, die man dann zum Beispiel gut handeln kann. Ja, und halt der Indikator, wie gesagt, sehr interessant, wenn der diese Farbwechsel macht, ne? Weil dann habe ich immer wieder ein duplizierbares Handelssignal, ohne dass ich da irgendwo willkürlich überlegen muss, will ich jetzt da oder will ich jetzt dann Short rein oder dann, sondern das, was wir eben hatten, was ich ausgenutzt hatte, gesagt habe, ich will Short rein und hatte das dann hier dann genutzt, dass wir dann den Farbwechsel hatten. Im kurzfristigen Bereich, oder in 3 Minuten war es, muss ich gleich mal gucken. Und dafür kann ich halt sowas im Prinzip gut nutzen. Also gerne das mal ausprobieren. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das über die Seite machen. Einfach das Formular ausfüllen, also Konto öffnen, oder aber wenn ihr schon ein Konto habt, einfach mal eine E-Mail schreiben, dann Formular ausfüllen, dann kriegt ihr alles kostenfrei zugeschickt. Und wie gesagt, das ist ein Indikator, den ich selber viel einsetze, ne, den wir also auch einsetzen für Handelssignale für eine Vermögensverwaltung. Ja, also es ist jetzt nichts, was quasi da ist, einfach jetzt nur für den Privatkunden, sondern tatsächlich was man auch im institutionellen Bereich einsetzt. Ne. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man damit Geld drucken kann, muss man üben, aber ich denke, ihr seht, ne, dass sowas durchaus seine Relevanz hat. Ne? Und ich finde immer alles, was einem irgendwo so ein bisschen richtungsweisend gibt, das heißt also so sag mal, Sachen, die man duplizieren kann, das ist halt gut. Ne? Und das ist exakt das, wofür sich ja so Indikatoren super eignen. Okay, von meiner Seite, genau, das war es jetzt auch erstmal. Wie gesagt, ich würde jetzt hier auch jetzt direkt nicht nochmal Short einsteigen wollen, würde mir das jetzt erstmal ein bisschen anschauen wollen. Ja, Long ist jetzt für mich auch noch nicht so interessant. Erst wenn wir mal sehen, dass wir da wieder auch so mal in Richtung Aufwärtstrend gehen. Ne, von daher, wenn sonst keine Fragen sind von meiner Seite, vielen Dank. Freut mich auch, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Und ja, Nelson, dir auch danke. Ich finde es auch immer sehr schön, dass es ein bisschen mehr so ein Dialog ist, weil du dich ja auch im Prinzip sehr gut auskennst. Du sagst ja immer, du wärst Laie, was natürlich nicht stimmt, um das mal hier richtig zu stellen. Ne? Der ist zertifizierter Eurex-Händler. Also das sind auch nur die wenigsten. Also von daher, das macht mir Spaß, und mich da auszutauschen. Und danke auch für die vielen Fragen von den Teilnehmern. Ja, definitiv kann ich da zustimmen, da die Aktivität hier im Chat macht das Ganze dann für dich natürlich auch spannender. Vielen Dank dafür das Interesse und danke auch für deine Worte. Aber wie gesagt, ja, ich sehe mich immer noch als Laie da an der Stelle. Und ansonsten vielen Dank für die Teilnahme. Noch viel Erfolg heute, vor allen Dingen auch morgen. Wie gesagt, morgen NFP-Zahlen, da entsprechend vielleicht mit Vorsicht auch an die Sache rangehen. Und ja, passen sich auch viele Positionen auf. Und wir sehen oder beziehungsweise hören den Markt dann jetzt in 2 Wochen wieder. Also bis dahin alles Gute und ja, bis bald. Ciao, ciao. Ja, danke dir, Nelson. Tschüss.